Oh. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Volker reagiert. Ja, wollen wir gucken, was Harald mir heute hier für eine Kiste gepackt hat mit lustigen Kurzvideos. Wir fangen auch einfach direkt an und gehen rein, Leute. Also, Abfahrt. Ah, schön, Leute. Das war richtig schön. Also, ein durchschnittliches Wochenende, würde ich sagen. Da fällt mir was ein. Früher, da habe ich ja auch immer hier schön gefeiert. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, aber ich habe immer gesagt, wenn ihr kommt, bringt ordentlich was zu saufen mit. Aber Pfand bleibt hier, das war die Bezahlung. Und der Pfandfeld ist, wenn ihr privat insolvent seid, keine Kohle mehr. Pfand kann nicht mehr gefändet werden. Selbst wenn du 3 Millionen Euro zu Hause liegen hast, scheißegal, ist alles deins. Das war bestimmt eine schöne Nacht. Bis zur Fensterbank da hinten. Also Harald, das hast du wirklich schön, den kann ich noch nicht. Jo. Und wir machen direkt weiter. Synonyme für Saufen, jetzt erst recht. Damit kenne ich mich aus. Niklas, trinkst du gerne mal ein Gläschen? Ja, gerne auch einen Eimer. Ich würde mir gerne die Hirnrinde veröden. Du möchtest einen Getränkeunfall starten? Ach komm, Getränkeunfall, der kommt eindeutig von mir. Da war der wohl in meinem YouTube-Kanal und hat ein bisschen gewühlt. Wahrscheinlich ist der Rest auch abgeschrieben. Wegschachteln. Auf Kommando Dichtschuss gehen. Den Absturz kalibrieren. Sich die Posaune trompeten. Den Hopfenhut aufsetzen. So richtig. Der war auch von mir. Sich den Hopfenhut aufsetzen. Richtig den Schinken pökeln. Mal ordentlich die Grenze verzollen. Die Kontakte feucht legen. Sich das Stirnband von innen besticken. Oh, doch, klasse. Schön, dass Stirnband von innen besteckt. Hochkant in die Kantine quaken. Ein Vollsturm. Da fragen, was hat das denn wieder mit Sauf? Das. Ein in die Kantine quaken. Bonbon. Alle Latten zum Zaun prügeln. Es wird halt auch nicht weniger lustig. Mit der Zwinge den Motor aushebeln. Sich oral verhalten. Sich mit der Zwinge den Motor aushebeln. Das hat ja auch, wie sagt man, keine schöne Phonetik. Da sagt man schön, oh, ich hab mir richtig schön an die Rinne gerissen. Da hast du zweimal R drin. Das kommt gleich viel. Das kommt richtig brachial um die Ecke. Schön in die Rinne gerissen. Haben wir gestern ein bisschen den Schinken gepökelt. Das fühle ich nicht. Kloppen, einen ins Toupet föhnen, sich dieses Wochenende mal schön die Muttersprache abgewöhnen. Das kann man mal machen, das mache ich ja auch fast jedes Wochenende. Sich den Arsch auskugeln, ein paar Brei. Das finde ich klasse. Okay, halt, ich kann heute nicht. Ich habe mir gestern beim Saufen den Arsch ausgekugelt. Glasraketen zünden, auf Kommando Dichtschuss gehen, einen hinter die Tannen harzen, sich das Etui vollstiften. Schön, ich habe das Etui vollgestopft. Harald, kannst du mir noch mal einen Pilz geben, bitte? Nee. Doch. Gibt kein Bier mehr. Da unten. Nimm das hier. So, schön. Kommt ein Bierchen geflogen, fühlt der Volker sich wohl. Ja, genau. Sich den Durchblick zuspachteln, sich die Zellmembran dekorieren. Schön die Zellmembran dekoriert. Das finde ich auch klasse. Alphabet ausdünnen, den Salamander aus der Rasenkante füllen. Da hätte ich gesagt, das Alphabet ausdünnen. Da hätte ich gesagt, das Alphabet abgewöhnen. Oder das Alphabet verkürzen oder was. Nichts mehr mit Saufen zu tun, nee. Alter. Nö, scheißegal, aber was mit Saufen zu tun hat. Hört sich klasse an. Ich habe gerade leichte Logistikprobleme zwischen Speiseröhre und Bauch. Da hängt was. So, ich kann Video 3 schon sehen. Der Typ kommt mir bekannt vor. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Also, Abfahrt! Ich war gerade auf Klo, wollte mir die Hände waschen. Auf einmal sehe ich das. Oh, schön, Leute. Ich weiß schon, was es ist. Er muss es nicht mal sagen. Kennt ihr das auch? Also ich sag mal so, Leute, die in ländlicheren Regionen aufgewachsen sind oder da Freunde hatten oder öfter mal waren, schön, schön auf Land, auf so einer richtig intensiven, kernigen Landparty. Schön irgendwo ein Zelt hingehämmert und dann Abfahrt. Und dann hast du sie, diese Raststätten. Und mehr sag ich noch nicht. Also diese Gaststätten, meine ich, die du immer an den Wege hast, an den Landstraßen. Das ist ein Kotzbecken. Und richtig? Ich glaube, die Leute in dieser Kneipe hier, wo ich gerade bin, haben einfach so viel gekotzt, ich dachte, das lohnt sich. Ja, das lohnt sich auch. Das ist richtig schönes Luxuskotzen, mein Junge. Da musst du nicht über irgendeiner vollgeschifften Schüssel hängen, schon überall die Kotzebrocken an den Seiten. Dann gehst du ganz akkurat aufs Toilette, dann steht da zum Beispiel Dieter am Pissoir, sagst du, moin Dieter, ach Mensch, mein Volker,
Was machst du denn hier? Ja, ich muss kurz mal kotzen. Und dann kotzt du und dann wird sich weiter unterhalten. Dann wird die nächste Präsente gezogen und eine halbe Stunde später trifft man sich wieder. So läuft das da. Ich kenne das übrigens auch noch mit einer schönen Kopfstütze. Meistens diese Schädellehnen da aus der Karre, aus den Autos. Abmontiert und an eine Wand montiert. Schön mit Leder und dann kann sich das schön mit den Stirn gegenordern und schön abschachten aus dem Maul. So, warte. So kann man spielen. Mhm. Und dann kotzt man. Genau, wenn das länger dauert, dann kannst du eine Zwischenspülung machen. Wenn es zu voll wird, dann hast du ja auch Stücke mit. Und wenn die nicht runtergehen, dann spülst du halt mehr. Oder spülst du nach. Und dann geht's weiter. Hier so? Oder so? Ist das normal? Ja. Das ist völlig normal, sag mir mal. Ja, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich würde sagen, der hat einen durchschnittlichen Bierkopfverbrauch im Jahr von 3 Litern. Mehr, auf mehr kommt er nicht. Was ist das für ein Ding? Harald, klasse Video. Dankeschön. Hat Harald euch auch bereichert? So Leute, wir kommen zum letzten Video. Ich weiß nicht, ob ihr den Untertitel ja auch reingebastelt bekommen habt von Harald, aber ich kann das schon sehen. In jedem Land der Welt gibt es meistens ein Wort für Arbeit. Wir fahren einfach ab und... In jedem Land der Welt gibt es meistens ein Wort für Arbeit. Ne? Das ist ja schon schrecklich genug, dass du die Scheiße auch in alle anderen Sprachen übersetzen musst. Wie viele Worte für Arbeit gibt es denn auf der Welt? Im Englischen Work, im Spanischen Trabajar. Trabajar. Da würde ich viel lieber zur Arbeit gehen, da würde ich mir das nochmal überlegen. Oh, schön zu Trabajar. In Deutschland haben wir unbegrenzt viele Wörter für Arbeit. Da sieht man, wie wichtig uns das ist. Man kann sozusagen sich erstmal einarbeiten, man kann sich dann hocharbeiten. Hocharbeiten, einarbeiten, ich arbeite mich ja auch gerade schön ein. Und heute Nacht will ich mich hocharbeiten zum Zapfhahn. Fleischgewordener Zapfhahn. Man kann auf Dinge hinarbeiten. Ja, ich arbeite jetzt auch in diesem Moment gerade wieder aufs nächste Bier hin, obwohl ich mich gerade einarbeite und später wird sich hochgearbeitet. Man kann ordentlich was wegarbeiten, man kann Dinge herausarbeiten, ne? Man kann Fehler auf... Und man kann sich schön an reinarbeiten. Und am nächsten Tag ist das so, da muss man alles nochmal aufarbeiten. Ne? Man kann Fehler aufarbeiten, es wird immer gearbeitet. Aber Fehler müssen das ja nicht immer sein. Es kann auch einfach mal die schöne Nacht sein. Fehler ist ja immer Ansichtssache. Also für manche ist das ein Fehler, was man da wieder gemacht hat. Und für manche ist das, naja, dann nehme ich halt eine kleine Ibo, ein kleines Brötchen mit Leberwurst, mit den Rosinen. Und dann war's das. Ja, man kann vorm Urlaub ein bisschen was vorarbeiten, damit man nachher nicht nacharbeiten muss. Wenn ich mich in den Flieger ersetze, dann wird sich erstmal eine Flasche Wein reingeschraubt oder irgendwas, was sie da haben, was dann so ein bisschen ablenkt von der Höhenangst, von den ganzen Sachen, die da. Also ich habe ja mal Gefühle, wenn du da auf Toilette gehst, hast du das Gefühl, du pissst einen Schuhkarton. Es wird taktisch gearbeitet, ja, in Deutschland. Es wird immer gearbeitet. Schön, Harald, wirklich, ich muss sagen, das war eine richtig schöne Auswahl. Da hast du ein paar richtige Butterperlen ausgepackt. Jo. Ja, jo, und da haben wir es wieder. Er sagt nur jo. Die Leute wollen auch mal deine zarte Englischstimme hören. Boah, ich hab richtig Arm, mein Katalysator hier ist kaputt gegangen. Also Leute, ihr wisst Bescheid. 4 knackige Videos, präsentiert von Harald, vorgetragen von Volker, schöner Abreaktiv. Ich werde mir jetzt noch ein paar Pilze reinarbeiten und morgen werde ich mich wieder vorarbeiten in Richtung Kneipe. Also, ihr wisst Bescheid, macht euch einen klasse Tag. Ich schiffe. Das muss ich überhaupt. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach. Also Leute, macht es gut. Tschüss. Ist schon wieder Frühling oder was? So, hey, bau die Funzel ab. Ich habe keinen Bock mehr. Wirklich. Huch, naja.